Hallo meine lieben Resi-Fans und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Resident Evil. Code Veronica X Chris ist... Der Chris ist... Wir sind mit Chris in der Flughafenanlage und wir machen hier bestimmt gleich ganz, ganz dolle Dinge. Wir schmeißen mal hier die Pfeile raus. Die braucht man nämlich so gar nicht. Sturmgewehr haben wir noch nicht gefunden. Ich will hoffen, das wird uns... unter Umständen vielleicht doch noch... Moment, warte mal. Das ist aber doch nicht die hier, oder? Nein. Nee, kann nicht. Also unten Magazin, das wird ganz anders eingelinkt. Anders kann das nicht sein. Also wir werden hier noch ein Sturmgewehr finden, hoffe ich. Also ich bin in freudiger Erwartung. So, wir treten mal aus der Tür. Ich bin gespannt, was wir hier machen müssen. Ich habe mich keine Ahnung. Ach ja, die Wappen. Ja, wir müssen die Wappen rausnehmen. Okay, wir haben hier einen Hunter. Alles klar, wir gehen kurz zurück. Panikreaktion, U-Turn und ab durch die Tür. So, müssen wir eben... Wir haben ja Stübbe mit, ja. So, warte mal. Da müssten wir uns den Weg zurechtlegen. Das ging hier... wie kamen wir nochmal rüber? Das Problem ist, dass ja hier vorne der Steg hochgefahren ist, ne? Deshalb führt ja hier die Brücke nicht weiter. Das bedeutet, wir müssen eine Etage höher, nämlich dahin. Das bedeutet, wir müssen jetzt uns links halten und in den Lift laufen. Ich wäre jetzt mich fälschlicherweise beinahe gerade rausgelaufen mit dem Hintergrund, ja, die Brücke ist ja unten. Nein, Miklay hat mal die oben gelassen, das ging ja nicht anders. Haha. Okay, gut. Also links halten. Der Hunter kam von rechts. Das ist gut, dann laufen wir denen nämlich auch nicht in die Arme. Wir laufen sofort los. Und los, und los, und los. Hopp, 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 hopp. Haha, und du musst unten bleiben. Upp. Ich bin schon losgelaufen, da war der Bildschirm noch schwarz. Das hat aber komischerweise bei Silent Hill immer funktioniert. Also Silent Hill geht los, bevor man das Bild überhaupt schon sieht, kann man schon laufen. Das kann nämlich dann manchmal Gamebreaker-mäßig sein. Wenn man erst... Ziel zum Beispiel und dann schießt, also wenn man dann das Bild er sieht, ist es manchmal besser, schon vorher zu schießen. So, ein Hebel. Wollen wir den betätigen? Nein, was wollen wir nämlich noch nicht, denn wir wollen uns erstmal hier oben umgucken. Natürlich mit der Hoffnung, dass hier kein Hunter rumläuft. So, weil wir wollen die Plattform runterlassen, denn wir müssen ja hinten diese Embleme rausnehmen. Dann kriegen wir nämlich auch das mit dem Diorama hin. So, blubber, blubber, blä. Was haben wir denn hier? Okay, da haben wir Knöpkes. Dieses Gerät kontrolliert den Öldruck der Brücke. Der Auto-Einstellungsmodus hat eine Fehlfunktion. Ich muss es selbst steuern. Okay, das heißt, wir hätten die Brücke gar nicht runterfahren können. Notiz lesen. Manuelle Steuerung. Erstens, den 10-Liter-Tank mit Hilfe der 3 Zylinder füllen. Die Ölmenge auf den Standardwert bringen. Der Standardwert beträgt genau 7 Liter. Das Gerät ist nur bei dieser Ölmenge einsatzbereit. Okay. Und das ist hier 5, 3 und wir müssen 10 Liter, bla, Sülz. Müssen wir mal gucken. Ich schreibe mir das auch jetzt nochmal auf. So. Wir lesen nochmal die Notiz. So, es müssen manuelle Steuerung der 10 Liter Tank... mit Hilfe der 3 Zylinder füllen. Wir sehen aber in dem linken Zylinder nicht, was da... Da ist ja die Anzeige kaputt, wie viel da drin sind. Aber wir haben 3 und 5. 10 Liter müssen sein, erstens. So. Wir haben 3 und 5 zur Verfügung. Und einmal ein... Ich nenne einfach mal x Liter. So, die Ölmenge auf den Standardwert bringen. Der Standardwert beträgt genau 7 Liter. Das heißt, 7 Liter dürfen wir da maximal haben. Oder? Sehe ich das falsch? Moment, nee, Moment. Diese wird kontrolliert. Moment, Moment, Moment. Man kann es lesen, ja, ja, ja. Meine Steuerung. Den 10-Liter-Tank mit Hilfe der 3 Zylinder füllen. Okay, aber der 10-Liter-Tank darf nur 7 Liter betragen. Okay. Ja, Rätsel kommen mir bekannt vor. Da gab es ja auch was mit den Flaschen
also mit dem Wasserbassin und dass du da genau 3 Liter irgendwas haben musstest, irgendwie, da war ja mal was. Übergänge, bla bla bla, Standardwert. Der Standardwert ist nämlich 7 Liter. So, das ist das, was wir erreichen müssen. Das Gerät ist nur bei dieser Ölmenge ansatzbereit. Okay, und das muss man dann halt eben entsprechend ausprobieren. Das heißt, wir hätten die gar nicht bewegen können. Abgeschlossen. Ich kann nicht öffnen. Okay, wow. Ach ja, die Tür. Ach nein. Ja, jetzt fällt es mir ein. So, jetzt pass auf. Hier habe ich mich mit Claire nicht umgeguckt und auch in diesem komischen Waffenkammer-Gedönsdingens. Da habe ich, glaube ich, vergessen, nochmal reinzugucken, nachdem wir den Dietrich hatten. Da stand, das ist ein einfaches Schloss. Deshalb, Chris wird dieses hier nie finden. Ich habe da was liegen lassen. Verdammt, ich nur eins. Okay. Hier ist auch wieder Zombie. Oh, und jetzt weiß ich auch, warum die Zombies hier sind. Die schlafen unter diesem roten Licht. Und das wird bestimmt nachher grün. Und dann schlafen die nicht mehr. Hab mich schon gewundert bei Claire, dass die da liegen geblieben sind. Da wird hier gleich auf jeden Fall mal richtig schön die Luzi abgehen. Freue ich mich schon mal. So. Jetzt wollen wir mal irgendwie was rumsteuern. Bedienen. Okay, links erscheint 1 Liter zu sein. 3 Liter und 5 Liter. Okay, wir können nur mit den beiden hier agieren. Okay, hä? Weil den linken kann ich nicht ansteuern. Wir brauchen 7 Liter. Wir haben nichts unten drin. Wir füllen einfach mal die 3 Liter da ein. Ah, der füllt sich dann noch wieder. Ist das zwar zu viel. Okay, der füllt sich dann aber auch wieder. So, jetzt haben wir dann nur noch 1 Liter drin. Moment. Wenn ich unten drauf drücke, wird das Öl wahrscheinlich wieder abgelassen. Ja, wird abgelassen. Ja, ja, ist mir schon klar. Wo das hingeht, möchte ich jetzt nicht wissen, weil voll Umweltverschmutzung und so. Problem ist, das war jetzt nicht ganz richtig, weil wir jetzt mit dem 1 Liter nur auf 6 Liter kommen. Wir brauchen aber mehr. Das heißt, das bringt jetzt nicht wirklich was. Obwohl, doch, bringt's wohl. Wir lassen jetzt einfach immer nur... Ja, alles klar, klappt. Alles klar, läuft. Ist richtig. Wir machen jetzt einfach zweimal die 3 Liter und dann ist das Ding jetzt hier. Da ist aus die... Yo, da läuft die Kiste. Zombie-Alarm. So, und wenn der Chris... Okay, da hinten ist Munition. Sehe ich gerade. Wir könnten theoretisch... Und das machen wir auch. Wir warten, bis die hier vorne sind. Obwohl, warte mal. Wir warten, bis die hier sind. In der Hoffnung, dass die sich zusammenstellen. Weil wir wollen Munition sparen. Das heißt, wir machen hier natürlich Rübe runter. Okay. Das hat jetzt da nicht so gut geklappt. Ich habe jetzt eigentlich gehofft, dass wir die anderen auch noch irgendwie erwischen. So, aufheben, Chris. Dann braucht man nämlich den einen Schuss auch gar nicht abzugeben. Dann lassen wir den einen Tropf, armen Tropf. Einen armen Tropf, armen Tropf sein. Genau, so war's. Und haben etwas Gewehrmunition bekommen. Also heißt, 5 Schuss haben wir jetzt gewonnen. Das ist doch auch schon mal schön. So, blöd ist nur. Wir lassen jetzt die Bridge hier runter. Und dann müssen wir unten an dem blöden Hunter vorbei. So, Hoderle. So, jetzt frage ich mich, wir konnten ja bei der Claire den Kran bewegen. Können wir das jetzt mit Chris vielleicht? Können wir den vielleicht mit dem Kran wegkranen?
Weil wir hören ihn stapfen. Das wäre ja auch lustig, ne? Wenn wir den hier so wie so auf einem Rummel, wie auf der Kirmes, den jetzt hier aber... Nein, ja, kein Strom. Schade. Okay, wir wissen aber, dass der da unten natürlich rumtalpen tut. Und wir wissen auch, wo wir hin müssen. Wir kommen da unten an und dann könnten wir schräg drauf loslaufen. Ich würde sagen, das ist auch eine einigermaßen gute Idee, weil wenn wir jetzt hier in die Ecke laufen... Obwohl, das wäre auch eine Idee, ne? Ich weiß jetzt, das Problem ist, wir sind ja schon in dem Raum. Ich weiß nicht, wo der Hunter ist. Besser wäre es gewesen, warte mal, wir fahren... Okay, Chris steht direkt richtig. Arsch. Hat er uns erwischt, der Halunke. Und schon wieder ein Kraftausdruck ist mir aufgefallen. Ich höre gerade schon wieder einen Talpen. Und ich habe keine Heilung dabei. Extrem blöd. Ui, 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 ui. Okay, die sind schnell. Ich habe jetzt eigentlich gehofft, dass wir die Tür erreichen, bevor der uns eine reindonnert, aber nein. Okay, wir nehmen mal eben hier... Ach du Scheiße! Okay. Ja, das ist jetzt... damit habe ich jetzt nicht gerechnet, bin ich ganz ehrlich. Nein, das ist... Jetzt weiß ich auch, was der hinten für ein Ding auf dem Rücken hat. Ich habe mich schon gewundert. Alter Schwede. Also das war ja jetzt mal eine richtig schöne Fahrkarte. Boah. Okay. Okay. Gut, wir bereiten uns darauf vor. Okay. Nehme ich so hin. Wir schmeißen das Fahrband raus. Wir nehmen dafür aber einmal Heilung mit. So. Da lassen wir uns doch mal nicht lumpen. Denn die Hunter, das ist mir ja zu prekär. So. Okay, soweit. Wie macht man das? Wie macht man das? Wie hammert denn? Wie hammert denn? Ah, der Feuerlöscher, der will auch noch irgendwann mal befüllt werden. Wann? Nur, oh, da bin ich auch mal gespannt. Wann? War bis jetzt irgendwas, wo wir den hätten befüllen können? Nee, ne? Also, ich wüsste nicht. Aber den haben wir auch noch auf dem Plan. So. Okay. Wir sind bestens ausgerüstet. Und jetzt sind wir auch einen Schritt weiter. Das heißt, auf den Typen, der hinten irgendwas auf dem Rücken kleben hat, auf den bitte nicht mit dem Schrotgewehr schießen. Da fliegst du selber auch in die Luft. Also, auf jeden Fall... Ah. Shit. Okay, jetzt hat der uns erwischt. Das habe ich vorhin besser hingekriegt. Aber das ist nicht schlimm. Wir haben ja Heilung dabei. Und es ist ja einkalkuliert, dass wir hier Aua Aua kriegen. Das wäre schön, wenn wir hier einfach hätten runterspringen können. Dann wären wir nämlich auf der richtigen Plattform. Aber das kann der Chris nicht. Der Chris ist ja nicht Lara Croft, ne? Hat der auch eine viel zu kurze Fräse für. So, jetzt wollen wir das Ganze hier nochmal machen. Ich will mal hoffen, dass ich mich jetzt nicht allzu blöd anstelle. So, bedienen. Genau, das hat man eben auch gemacht. So, wir hatten einmal 3 Liter reingelassen. So, dann füllt sich der Krampus nämlich wieder einmal 5 Liter. Und das ist auch wichtig, dass wir jetzt nicht zweimal 3 Liter und drüben, weil dann haben wir nämlich... Obwohl, das wäre, glaube ich, eigentlich Pott wie Deckel gewesen, ne? So. Wir lassen das einmal ab. Ich glaube, das wäre sogar Pott wie Deckel. Weil dann hätten wir nämlich den 1 Liter bei den 5 Liter. Dann hätten wir das halt einfach dann einmal so und jetzt der rein. Und jetzt immer dreimal, zweimal den 3 Liter. Und dann haben wir das auch wieder erledigt. So.
So, stehen die natürlich wieder auf. Und die wollen auch so viel Backenfutter haben wie vorhin. Jetzt sind wir aber etwas dreister. Jetzt laufen wir einfach da rein und holzen. Okay, der eine hat es aber dann doch noch irgendwo erwischt. Also erwischt, aber der hat es nicht ganz erwischt. Also nur halb erwischt. Ja, hat uns jetzt einen Schuss mehr gekostet, aber das ist nicht schlimm. Vorhin hat man halt das Glück gehabt, dass der andere nicht getriggert wurde. Jetzt können wir uns hier auch in Ruhe rumgucken. Aber das rote Licht blieb rot. Ja, okay. So, jetzt müssen wir gucken, wie wir das machen. Wäre es vielleicht doch besser, erst nochmal Richtung Lift zu laufen. Und dann von da aus los. Weil wir haben ja eben einige Zimmer, die kriegt. Und das ist, weil der angesprungen kommt. Das ist halt die Frage, kriegen wir das besser hin, wenn wir erst in den Lift reinlaufen. Aber ich muss sagen, ich befürchte eigentlich eher weniger, weil... wir von der Richtung her ja dieselbe einschlagen. Also ich würde sagen, wir laufen direkt Richtung Tür. Wir laufen nicht Richtung Lift. Das macht keinen großen Unterschied. Weil manchmal hast du Glück, dass du dann eben die Wege etwas kürzer hast zum Punkt, wo du hin willst. Ja, das war klar. Nee, also wenn wir die andere Tür jetzt genommen hätten, Richtung Lift, hätte der uns auch eine geknallt. Also da kommst du nicht drum herum. Nur jetzt sind wir natürlich schlauer. So, jetzt müssen wir gucken, wie sieht es gesundheitlich aus. Ist gelb, aber wir heilen uns noch nicht, weil wir wissen ja, dass hier auch noch ein Hunter wartet. Den Schlag kassieren wir. Den nehmen wir wie ein Mann. Okay, den aber nicht. Okay, das ist natürlich ein Schlag, den ich nicht haben wollte. Okay, und los, 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 lauf, 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 lauf. Okay, das war jetzt ein Schlag, den er uns eben nicht versetzt hatte. So. Den locken wir mal eben hier hin. So, dann laufen wir, versuchen wir an dem irgendwie vorbeizulaufen. Schön. Aber warte mal, was? Wir gehen kurz raus. Dann steht zwar der Hunter hier direkt vor der Tür, wir machen aber sofort einen 180 Grad U-Turn und wieder zurück. Hui, der steht aber noch ziemlich nah an der Tür. Boah, da wissen wir auch schon mal Bescheid, wenn wir gleich hier rauslaufen. Ich glaube, den pumpen wir besser mit Blei voll. So, komm hier hin. So, so an dir vorbei. Ja. Feini, feini. So. Könnten wir den eigentlich mit der normalen Glock mal versuchen zu erledigen. Ich würde mal sagen, das ist eine super Idee. Also Pistole funktioniert. Nur halt Schrotgewehr. Da ist der ein bisschen zu feinfühlig. Hui! Feinfühlig für. Okay. Das heißt, irgendwann explodiert der dann doch. Aber irgendwie scheint die Glock gar nicht so viel Damage zu machen. Also, ich bin gerade a little bit of enttäuscht. Und wie wir hören, der Zombie auch. Der ist total mega enttäuscht. Wir könnten mal eben hier zum U-Boot laufen. Ich weiß zwar noch nicht genau, was das bringen soll, aber wir versuchen es einfach mal. Ich bin mal gespannt, was der Chris sagt. Die Luke ist geschlossen. Scheinbar hat jemand das U-Boot benutzt. Okay. Gut, war... ich wollte es ausprobieren. Ja, stellt euch mal vor, hier hätte jetzt irgendwas gelegen. Ja, was... weiß ich auch nicht. Ja, Pistolenmunition wäre natürlich schön gewesen. Aber damit sind wir ja nicht verwöhnt worden. Oh, guck, der, die haben ja rote Augen. Was ist das denn für einer?
Das hat mich jetzt eben schon gewundert, dass der so komisch, ja hier, aber ich habe gedacht, da wäre ein Grafikfehler. Nein, der hat, Hunter. Und ich hätte die Pfeile ablegen können, aber das ist auch zweitrangig. So. Also ich muss sagen, die sind ganz schön agil. Die ollen Drecksviecher. Habe ich auch schon mal erzählt, dass ich die Hunter nicht mag? So, das Gerät sorgt für die Stromzufuhr des Lifts. Die Zufuhr unterbrechen. Welcher Lift? Ja. Okay, sonst hätte man mich eine geknallt gekriegt, wenn wir da dran rumgefummelt hätten. Sehr schön. Die Kiste, können wir die irgendwas, können wir damit was machen? Können wir da draufsteigen? Können wir nicht. Okay. Dann wollen wir mal die Platten da rausnehmen. Oh, wir hatten voll eine geschallert gekriegt. Aber voll creepy jetzt mit den roten Augen. Da komme ich jetzt voll nicht drauf klar, ne? Da bin ich jetzt ganz ehrlich. Ja, das ist creepy. Creepy, creepy. So, jetzt will ich mal hoffen, dass der Zombie jetzt hier alleine bleibt. Und dass wir einfach an dem vorbeilaufen können. Wir laufen rechts an dem vorbei. Okay, wir laufen nicht rechts an dem vorbei. Okay, der hat ein Nachtsichtgerät auf. Oder sowas ähnliches. Das heißt, der hat voll den Durchblick. Ja, deshalb bleibt er ja auch am Leben, weil der als einziger von den Pappnasen hier den Durchblick hatte. Genau. So, jetzt müssen wir aufpassen. Hunter hinter der Tür. Wie machen wir das jetzt? Ich habe die Befürchtung, dass die auch hier den One-Hit-Kill drauf haben. Wir haben noch einen Hunter hinten in dem Dingens. Aber da hoffe ich, dass wir an dem vorbei können, ohne dass wir Schaden nehmen. Aber bei dem hier vorne nehmen wir auf jeden Fall Schaden. Der wird uns mindestens zweimal auf dem Weg Richtung Tür hinten bestimmt beackern. Das werden wir nicht aushalten. Das heißt, wir müssen ihn mit Blei voll pumpen. Ach, Risiko. Wir machen es einfach. Vielleicht ist er ja auch weg. Vielleicht ist er gerade Kaffee trinken. Nein, natürlich nicht. Ach, ja, Chris, du musst auch auf den zielen. Okay, und der bleibt immer noch stehen. So, jetzt aber nicht mehr. So. Ah, Junge, 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 das wird arschknapp. Das wird echt knapp. Trotz, dass wir einmal Heilung dabei hatten. Weil wir sind jetzt unterste Schiene, gelb. Das heißt, da kommt noch einmal orange und ich will hoffen, dass wir jetzt hier ohne Schaden zu nehmen durchkommen. Das ist ja eigentlich nur geradeaus. Aber das Problem ist, der kommt ja oben aus der Ecke raus. Und eigentlich würde ich den gerne platt machen, um zu sehen, ob da vielleicht irgendwas noch in dem Raum ist. Aber ich glaube, das kostet uns mindestens 3 Schuss, das schenken wir uns. So toll kann das nicht sein. Es sei denn, da liegt jetzt ein Granatwerfer. Wir laufen jetzt sofort los. Lauf, 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 lauf. Ah, das hat geklappt. Yes! Okay. Wir verarzen unsere Wunden noch nicht. Aber wir haben unsere Platten. So, wir verbrauchen mal hier ein einzelnes. So, dann braucht man das auch nachher nicht zurückzulegen. Das legen wir jetzt mal zurück. Das hatte ich nämlich vergessen. Wo sind sie denn? Da sind sie. Dann kommst du dahin. So. Ja, munitionsmäßig war es halt auch schon mal besser, ne? Naja. Ich glaube, wir nehmen einmal vorsichtshalber Heilung mit, falls wir das doch nochmal auf dem Weg brauchen, weil die Hunter uns ja sehr wahrscheinlich jetzt nicht wirklich in Ruhe lassen werden. Aber das ist alles Zukunftsmusik. Das soll uns jetzt erstmal nicht stören. Wir holen mal tief Luft. Verarbeiten das Gesehene. Freuen uns auf die nächste Folge. Ich freue mich. Ich will hoffen, ihr hattet euren Spaß. Wenn ja, wie immer, Daumen hoch, kommentieren, abonnieren. Alles erlaubt. Könnt ihr euch auslassen, freue ich mich total drüber. Und natürlich, wenn ihr euch wieder einschalten würdet, vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann würde ich mir sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.